بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لبكشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es ist wieder eine Frage an die Schiiten, die noch Verstand besitzen. Und ich sage denen: Was ist, wenn du denkst, dass du Muslim bist, aber in Yom Qiyama, die werden dich mit den Kuffar rufen, mit Pharaon und Qarun und Haman und Namrud und die großen Köpfe von Kuffar. Und du denkst, dass du in Dunya Muslim warst. Was ist auch, wenn du hörst, dass deine Mutter Miskina beleidigt ist und die sagen über deine Mutter, dass sie Sina gemacht hat, obwohl die das nicht gemacht hat. Wie kannst du reagieren? Bestimmt, du musst richtig recherchieren und nach diesen Leuten, die über deine Mutter reden oder schlecht geredet haben. 100% bin ich sicher, weil jemand, der über seine Ehre geredet wurde, er wird etwas machen und er wird nicht einfach ruhig bleiben. Warum? Weil das deine Mutter ist. Das ist genauso. Was ist auch noch schlimmer ist, wenn du deine Mutter sagst, dass sie Sina gemacht hat, obwohl sie das nicht gemacht hat. Und das ist deine eigene Mutter. Subhanallah. Da kannst du sowas nicht akzeptieren. Aber schlimmer ist, wie gesagt, wenn du das behauptest, obwohl du gar keine Beweise hast und du kommst und sagst, meine Mutter hat Sina gemacht. Sie ist eine schlechte Frau. Und schimpfst du sie auch? Wie kannst du das kapieren? Und das ist genau, was Allah Azza wa Jalla sagt. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allahu Akbar. Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Und seine Gattinnen sind ihre Mütter. Das heißt, an die Rafida, an die Schiiten, die noch Verstand besitzen. Wie kannst du sagen, dass deine Mutter Aisha radiallahu anha Sina gemacht hat, obwohl das nicht in Ordnung ist? Obwohl sie At-Tahira ist. Obwohl sie Zawjatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ist. Obwohl sie auch ihre Bara'a von Allah Azza wa Jalla bekommen hat. Und kommst du und du sagst, dass deine Mutter Sina gemacht hat. Wie kann man sowas glauben? Einer, der Aql hat, Wallahi, kann sowas nicht glauben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sie gelobt. Allah Azza wa Jalla hat sie gelobt. Das heißt, du glaubst nicht an Allah Azza wa Jalla und an seine Wesen. Und du glaubst nicht an Hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du bist einer, der nicht Muslim ist. Und ganz klar, du bist ein Kafir. Ja, قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Diejenigen, die ungehorsche Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Schar von euch. Meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr, es ist gut für euch. Jeder Mann von ihnen wird zuteil, was er an Sünden erworben hat. Und für diejenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Allahu Akbar. Gewaltige Strafe geben. Danach sagt Allah Azza wa Jal, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إفك مبين. Hätten doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voreinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge. Und noch mehrere Ayat, 10 Ayat hat Allah Azza wa Jal herabgesandt. Wegen unserer Mutter, dass sie nichts gemacht hat.
dass sie Beria ist. Aber trotzdem, du glaubst nicht daran. Du glaubst nicht daran. Du glaubst nicht, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch sagte. Abshiri ya Aisha. Faqad anzalallahu bara'atiki. Bara'atat. Sagte ihr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eine Vorbotschaft, ya Aisha. Allah azza wa jal hat deine Bara'a abgesandt. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما سبحان الخالق wie kann sein dass Rasulullah صلى الله عليه وسلم eine Frau richtig geliebt hat und sagt er soll sogar uns auch Bescheid dass die Frauen von ihm die in Dunya waren die werden auch Frauen von ihm im Paradies sein سبحان الخالق aber kommst du und du folgst diese Schiiten meine ich diese Schwur von denen oder von euch blind, wie ein Papagei. Was dir sagen, sagst du auch. Verlangst, du musst immer verlangen, wo habt ihr die richtigen Quellen? Warum habt ihr über unsere Mutter geredet? Über Aisha radiallahu anh geredet? Und auch über Hafsa bint Umar radiallahu anhuma ajma'in auch geredet? Wie kann sein? Das ist eine, das heißt, wie kannst du auch mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Yawm al-Qiyamah treffen? Und er wird dir sagen, warum hast du über meine Ehre oder schlecht geredet? Warum hast du über meine Ehre geredet? Warum hast du meine Frau beleidigt? Warum? Subhanallah, stell mal vor, dass du kommst in sein Becken und du willst von seinen Händen trinken. Und du sagst, dass seine Frau Zina gemacht hat. Wie kann das sein? Ittaqillah azza wa jal. Tub ila Allah azza wa jal. Mach deinen Kopf ein bisschen auf. Folge Al-Quran und Sunnah. Diese 10 Ayat in Surat An-Nur, die sind extra für unsere Mutter herabgesandt wurde. Und dann sagst du, die ist so und so. Das heißt, du glaubst nicht an Allah Azza wa Jal, was er dir gesagt hat. Und du glaubst nicht auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was er auch dir gesagt hat. Subhanallah. Und du folgst diese Leute, die richtig stinken, die über unsere Muttern schlecht reden. Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Verstand? Wo ist dein Glaube? Wo ist dein Islam? Wo ist deine Rahma, Barmherzigkeit? Das ist deine Mutter. Du redest über deine Mutter, nicht über jemand andere. Das ist deine Mutter. Aber wenn du sagst, nicht deine Mutter, dann Alhamdulillah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Subhanallah. Sie sagt auch los von dir. Sie ist auch kein, das ist für sie auch keine Ehre, dass sie deine Mutter ist. Wenn du so auch sie also behandelst. Das ist für mich eine Ehre. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha ist eine Ehre für mich, dass sie eine Mutter von mir ist. Eine Frau, die Rasulullah s.a.w. richtig geliebt hat. Das ist ein Ehre für mich. Allah mahshurni ma'aha. Allah mahshurni ma'aha. Allah mahshurni ma'aha. Wallahi, ich werde über meine Mutter richtig reden und verteidigen. Und egal was die Schiiten sagen, das ist eine Lüge. Das ist eine richtige Lüge. Und die folgen nicht Al-Quran. Wala Sunnah. Wala Islam. Und es ist kein Muslime. Einer, der nicht an diese Versen glaubt. فهو كافر 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 خارج عن الملة إن يوم القيامة إن جهنم ذات أعلام وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته